Ja, Maggie, Laura, gerade habt ihr das Viertelfinale gegen die Brasilianerin im Tiebreak dann doch deutlich verloren. Also es war dann nicht mehr so ausgeglichen wie im zweiten Satz. Ist es eher jetzt Enttäuschung, dass ihr das Halbfinale verpasst habt, oder ist es eher eine Freude über das beste Ergebnis, was ihr als Team eingefahren habt? Ja, also direkt nach dem Spiel ist die Enttäuschung ein bisschen groß, aber im Großen und Ganzen hast du auf jeden Fall recht, weil das ist jetzt auf jeden Fall ein super Turnier von uns gewesen. Es war von Spiel zu Spiel immer besser und wir sind sehr gut reingekommen und es war das beste Turnier, was wir jetzt bisher hatten, und das nehmen wir auf jeden Fall mit in die Zukunft. Und das letzte Spiel, das reflektieren wir und versuchen es schnell abzusagen. Ihr habt hier in Wien ist quasi auch ein richtig krasses Publikum. Gerade der Stadionsprecher hat immer so Unterstützung für Brasilien, Deutschland. Wie habt ihr das auf dem Spielfeld wahrgenommen? War das für euch auch nochmal ein Push gegenüber auch Hamburg? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir können sehr dankbar sein, dass die Fans uns da so supportet haben. Also es hat echt Spaß gemacht, weil man die Energie auf jeden Fall mitnehmen kann. Leider hat es dann im dritten nachher nicht gereicht, denn nicht nur der zweite war natürlich ausgeglichen, aber der erste halt auch. Da haben wir den Anfang verpasst, haben uns aber rangekämpft. Natürlich, wenn man die Chance irgendwie hat, dann ärgert man sich natürlich, aber und auch, wie gesagt, wir hätten mit Sicherheit auch gerne nochmal vor dieser Audience gespielt und das nochmal ein bisschen mehr genossen, aber gut, dann wir sind trotzdem auf dem richtigen Weg und freuen uns über den fünften. Vielleicht noch eine Frage zum Spiel. Im zweiten Satz hast du zwei, drei gute Blocks gesetzt, in den anderen Sätzen eher nicht, sondern habt ihr nicht so zugekriegt auf die Brasilianerin, so sah es von außen aus. Wie habt ihr das im zweiten Satz dann geschafft, dann Zugriff zu kriegen, dass ihr da den Satz noch geholt habt? Weil da war es ja auch eher lange ausgeglichen und zum Schluss habt ihr dann noch mal ein bisschen auf die Tube gedrückt. Vielleicht erzählt ihr dazu mal was. Ja, also die Brasilianerinnen sind schon auch ganz gut lange im Team und erfahren, haben auf jeden Fall in dem, wo sie es leicht machen, Einnahme und Zuspiel, auf jeden Fall das sehr gut gemacht und somit auch das ganze Feld vor sich. So. Ich glaube, wir haben dann auch sehr viel im Aufschlag noch mal ein bisschen Gas gegeben, sodass sie dann ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Und Kuscha hat sich dann sehr gut vor die gestellt, sodass sie wirklich den Druck gespürt haben, so, dass sie dann das im zweiten auf jeden Fall zwei, dreimal die Hände auf jeden Fall ordentlich reingebumst haben. So, letzte Frage. Es sind jetzt schon einige Wochen, wo ihr viele Turniere gespielt habt. Jetzt kommen noch ein paar Saison-Highlights dazu. Erzählt mal, wie geht es für euch weiter jetzt? Wie sind die Ziele für die nächsten Turniere? Also erstmal EM nächste Woche in Russland, danach ist noch ein 4-Stars und dann das Finale in Rom, was ja auch ein 5-Star sozusagen ist. Das sind sozusagen jetzt noch die Highlights für uns, und das, was für uns natürlich wichtig ist, dass wir dieses Spiel, was wir hier gezeigt haben, uns selber gezeigt haben, dass wir daran anknüpfen in den nächsten Spielen immer und immer wieder. Cool, vielen Dank, dass ihr vor die Kamera gestellt habt, den Volleyball Freaks ein paar Fragen beantwortet habt. Wir drücken euch natürlich die Daumen, dass die Saison noch erfolgreich so weitergeht und vielleicht noch ein paar bessere Platzierungen rauskommen. Dankeschön. Und ihr da draußen, lasst für die beiden Likes da. Ich packe auf ihre Fanpages und die Links in die Videobeschreibung, und kräftig Daumen da lassen. Danke.